Der Radweg ist eine Abkürzung nach Tasmania City. Danke für die Erklärung. Vielen Dank. Eine Herausforderung von Vogelfänger Aegon. Noctu wird von Vogelfänger Aegon in den Kampf stehen. Und wir haben hier unseren guten Flair am Start. Wir gehen mal mit der Zykinese, wa? Das klingt auch noch einen richtig guten Plan. Können Noctu nicht wirklich. Und ein Volltreffer und damit ein One-Hit. Sehr nice, good job Flair. Und damit haben wir Aegon auch schon besiegt. Nice. Weiter geht's, da unten steht noch einer. Hallo. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Der Rest ergibt sich von allein. Großartiger Tipp an der Stelle. Frank, vielen Dank. Das ist hier rein. Und wir kämpfen hier gegen einen Dodo. Ich würde sagen, der Psychokinese wird hier auch ausreichen. Dem ist so. Sehr gut. Und da erreichen wir fast Level 47. Damit hier mit dem nächsten Dodo hier wird es auch vollendet, das Level. Nice, good job. Good, good job. Und da haben wir es. Level 47 mit Flair erreicht. Und jetzt kommt noch ein Dodri. Da bleiben wir doch bei Flair am Start. Flair macht ja einen super guten Job. Da wird ein Dodri auch noch schaffen. Vielleicht nicht mit einem Schlag, aber mit zwei sicherlich. Sogar ein One-Shot. Nice. Sehr gut. Good Job hier an der Stelle. Au, Backe. Ja. Waren harte Schläge, tut mir ein bisschen leid. Aber gut, jetzt einmal die Trainer hier im Radweg abzustimmen, würde ich sagen. Auch schon der erste. Hallöchen. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Das ist in Ordnung für mich. Rowdy Fridolin hier am Start mit einem Smogon. Das Smogon hält uns nicht wirklich auf. Denke ich jedenfalls. Nee, hier reicht auch eine Psychokinese, um dieses Smogon zu besiegen und die Erfahrungspunkte abzusahnen. Und Schock erreicht hier auch an der Stelle Level 47. Sehr nice. Smogmog hier als nächstes am Start. Und auch den sollten wir one-shotten können. Und dann unser hohen Spezialangriff und unseres guten Psychokinese-Einsatzes oder so. Erfahrungspunkte mitnehmen und ein Glutex kommt als nächstes. Da wechseln wir doch zum Kauz. Das klingt auch noch einen guten Plan. Wenn wir dem Kauz auch noch ein paar Erfahrungspunkte mitgeben, können wir Kauz auf jeden Fall. Ich kann da einmal über Skilltex rüber surfen. Und bekommt hier auch seine 622 Erfahrungspunkte. Und weiter geht's. Reiten wir weiter. Erstmal die rechte Seite und dann links runter, würde ich sagen. Vrum, vrum, miau. Na, wir finden uns mal in der Soundeffekte. Beeindruckend. War schon krass. Also nicht schlecht. Und hier ein Teddy Ursa am Start. Mal gucken, was Teddy Ursa so kann. Anscheinend nur von uns besiegt werden. Ein bisschen leid fürs Teddy Ursa. Und als nächstes kommt Meryl. Da nutzen wir doch die Gelegenheit. Und setzen hier Schocker mit ein. Und reizen hier unsere Stärken aus. Und hauen aber einen Ladenschuss aus dem Meryl raus. Mal gucken, was dann passiert. Es passiert ein One-Shot. Sehr nice. Good job an Schocker hier an der Stelle. Und Lenny ist auch besiegt. Und aus der Puste.
Du hast ganz schön Mumm. Das gefällt mir. Willst du mein Kumpel sein? Ich gebe dir meine Nummer, dann hauen wir so richtig rein. Ja! Bin ich jetzt in einem Bäckerclub beigetreten? Stark, du kannst mich alles fragen, es sei denn, es geht um Schule. Oder Pokémon. Oder Rätsel. Oder Arena-Tipps. Ich bin kein Mann der komplizierten Themen. Ich habe keine Antworten. Aber immer ein offenes Ohr für dich. Bis. Zuhören kann ich gut. Dafür ist die Kumpel ja da, oder? Ja, auch. Auf jeden Fall gut von ihm. Hallo? Ich brauche Zaster, um mein Bike aufzumotzen. Eine edle Spende, bitte. Auf gar keinen Fall. Jetzt mal ein bisschen was von deinem Sparen abgeben, Rudi. Rudi Angus. Mit einem Magma hier. Jemand auch nicht so häufig. Aber da kommt der Schaufler, würde ich sagen, sehr gut. Da stecken wir uns mal schnell unten im Boden. Und hauen hier einen Schaufler aufs Magma. Aber schaffen nicht ganz den One-Hit. Und durch Flammenwürfer brennen wir nun. Und bekommen gnadenlos den Flammenwurf ab. Aber das überleben wir relativ ganz entspannt. Die Brennung richtet relativ guten Schaden an tatsächlich. Aber der Cookie hat gesessen. Damit ist das Magma besiegt. Und als nächstes kommt Tentoxa. Da will ich doch direkt mal wechseln. Schocker, übernimm du das mal. Das gute Tentoxa. Wieder ein bisschen die Stärken hier ausreizen, ausnutzen. Und auch die Erfahrungspunkte ein bisschen aufteilen. Schade wir auch nie. Ja, ein Pokémon. So gleichmäßig wie möglich trainieren. Und durch den Volltreffer, wahrscheinlich nicht durch den Volltreffer, aber auf jeden Fall den Volltreffer erreicht und haben den Toxer besiegt. Und dann geht's zum nächsten Trainer. Ja. Wow, das ist aber ein tolles Fahrrad. Oh, danke. Dein ist auch gar nicht mal so übel. Obwohl, du hast kein Fahrrad, du hast ein Bike. Motorrad, ein Moped. Und auch hier ein Magma am Start. Da wechsle ich jetzt mal zu Kaut, damit wir hier einen kleinen Verbrennungsschaden erleiden. Und Kaut bekommt dadurch den Konfusstrahl ab. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber damit sollten wir eigentlich klarkommen. Hoffe ich zumindest. Leider nicht. Wir verletzen ein bisschen selber und bekommen nochmal einen Feuerschlag ab. Aber das macht nicht viel Damage. Noch eine kleine Verwirrung, aber wir setzen Surfer ein und ich denke, es wird auch ein One-Hit. Wenn nicht, wäre es komisch. Sogar mit dem Volltreffer. Sehr nice, good job an Kaut. Und noch ein Magma, da bleiben wir doch direkt bei Kaut. Und surfen auch über dieses Magma ein bisschen rüber. Wird immer noch verwirrt, aber da stehen wir drüber, surfen also aus dem Magma zu und auch das Magma ist eher geschichtet. Und da ist Manuel auch besiegt. Wunderbar, sehr gut. Ja, dann rollen wir hier runter, nehmen die Trainer noch auf den Rückweg quasi mit. Hey, wenn du hier ran willst, brauchst du meine Erlaubnis. Okay. Ich dachte, ich brauche nur von dem Wärter da drin. Aber gut. Ein Hart. Dann holen wir uns auch deine Erlaubnis nochmal schnell ab. Gar kein Problem. Gegen Tentoxa möchte ich auf jeden Fall mit Schocker kämpfen. Ich glaube, das ergibt am meisten Sinn. Und die Aquawelle sollte nicht großen Schaden anrichten. Aber Verwirrung. Verwirrung ist immer schlecht. Das mag ich immer gar nicht. Aber auch damit müssen wir klarkommen. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Wir lassen uns ja einmal schnell selbst. Bekommen wir noch einen Gift-Tief ab.
Und werden auch noch vergiftet. Verwirrung und Gift hier am Start. Sehr uncool. Verletzt uns nochmal selber. Uiuiui. Ne, noch ein Gift-Hieb halte ich nicht aus. Das heißt, da setzen wir mal schnell eine Top-Genesung ein. Dann sind all unsere schlechten Werte aufgehoben. Ich glaube, das war ein konkreter Charakter sein. Und wir sind wieder verwirrt. Blöde Aquawelle hier, ey. Was soll denn das? Und dann macht Aquawelle nicht so viel Damage wie Gift gibt und der haut hier nur Aquawellen raus. Welche Verwirrung, das ist natürlich nervig. Vor allem wenn so brachial hier unseren Schocker verwirrt. Aber jetzt schaffen wir es, oder? Wir werfen uns nochmal selber. Noch eine Barriere hier am Start. Und ich hoffe, dass wir uns diesmal nicht selbst verletzen. Okay, die Verwirrung ist aufgehoben. Wir hauen hier einen Nasenfluss durch. Und ich glaube, das sollte One-Shot werden. Nicht. Schade. Okay, versuchen wir nochmal. Aquawelle dürfte uns hier nicht sehen, nicht tödlich hitten. Nein. Und wir sind nicht verwirrt. Sehr nice. Good job, Schocker. Sehr nice. Haben wir dieses schwierige Tentox da auch geschafft. Erhalten ja unsere hart verdienten Erfahrungspunkte und erreichen mit Schocker Level 48. Und besiegen einen. Nice. Ey, gib mir mal deine Telefonnummer, Winzling. Okay. Du großer, starker Mann. Denke mal ab und zu durch. Ich lass auch mal von mir hören. Okay. Tut. Ah, nichts geht über ein Hubkonzert. Das ist der Sound der Straße. Klar. Ey du. Ja du. Komm mal rüber. Wir hauen auf den Putz. Okay. Der eine guckt fröhlich vor sich hin und der andere will einfach nur Schläge verteilen. Ist in Ordnung. Damit dort da kommt. Aber ich glaube, ich sollte meine Pokémon heilen. Das heißt, eine Top-Genesung für Flair. Und Schocker werde ich, glaube ich, einfach austauschen. Da wechseln wir doch glatt mal zu Gomi. Gomi darf ja auch noch Erfahrungspunkte mitnehmen. Sogar sehr gerne. Ein Gift-Tipp von Gilgunkel gegen unser Flair und Vergiftung auch im Start. Und Schluckuck hortet ein bisschen, das ist in Ordnung. Das darf er tun. Und dann würde ich sagen, haben wir mal richtig durch. Ein Psychokinese auf Gilgunkel und ein Sonderrense auf Schluckuck sollte zumindest fürs erste genug Damage verursachen. Wir bunkeln, dass wir mit dem Volltreffer einen One-Hit. Und der Sondersensor hat auch noch ein bisschen Damage gegen Schlüpperk rein. So ist es, dürfte auch ein One-Hit sein. Nicht ganz. Gummi hat wohl nicht ganz so viel Spezialangriff wie Flair. Aber sollte kein Problem sein, Ruck-Zuck-Hieb. Und ich mache mal einen Wunschtraum. Vielleicht werden wir noch gehittet. Zwischendurch. Ups. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir Schluckuck nicht besiegen. Mit dem Rufzuki. Aber nun gut. Dann würde ich sagen, gibt es nochmal eine Psychokinese auf Schluckuck und ein Sondersensor auf Schluckuck. Aber Psychokinese reicht hier auch schon aus. Hier wird vielleicht auch eine Top-Genesung einsetzen sollen. Anstatt Sondersensor. Dann bringt er jetzt gar nichts mehr. Und der wünscht doch auch nicht. Aber nun gut, als nächstes kommt Mogmog. Da würde ich sagen Psychokinese und Top-Genesung.
Klingt nach einem guten Plan. Player ist wieder bei voller Gesundheit. Und taut hier mit deiner vollen Gesundheit eine Psychokinese aufs Mogmog. Dem ist sehr effektiv. Und der hat dann wieder Erfahrungspunkte. Und als nächstes kommt noch ein Mogmog. Da werde ich mal einen Eisenschweif drauf haben und den Rest dann mit Sondersensor von Domi erledigen. Damit wir hier noch den letzten AP-Punkt von Psychokinese aufbewahren. Und es waren nicht alle Trainer hier auf der Route. Oder auf dem Fahrradweg. Da oben sind auch noch ein paar. Aber ich glaube, das erledige ich später. Erstmal würde ich sagen, schauen wir nach dem Weg, der uns weiterbringt. Und das war in der City, waren wir ja auch schon. Hallo! Oh, ich konnte nicht annehmen. Schade. Hey, wie wär's mit einem Wettrennen? Okay. Wo geht's hin? Erzähl mir mehr. Wettrennen gefällt mir. Hector. Hector hier mit dem Smoggern am Start. Dafür. Oh, ich habe sogar noch zwei AP-Punkte. 6 AP-Punkte. Das sind Angriffspunkte, Punkte. AP reicht nicht aus. Ein Magma. Gegen Magma tauschen wir selbstverständlich wieder um. Kaut. Den Rest hier erledigt Kaut für uns. Doch ein Rest. Da ist noch ein Pokémon in der Hinterhand. Erstmal also Magma hier wegsurfen. Und dann schauen wir mal, welches Pokémon als nächstes uns blüht. Wer uns da noch einheizen möchte. Und wahrscheinlich nicht schaffen wird. Ein Smogmog. Und da haben wir doch wieder Domi am Start. Wechseln wir einmal durch. Das schafft Domi doch auch mit seinem Sondersensor relativ gut. Würde ich sagen. Ich denke aber kein One-Shot. Ich denke, das werden wieder zwei Sondersensoren. Yes, so ist es. Und wir bekommen einen Doppelschlag ab. Und noch einen Doppelschlag. Und der Doppelschlag hat zweimal getroffen. Und der letzte Sondersensor hier erledigt das Mogmog. Und wir besiegen Hector. Wow, du bist aber ganz schön flott unterwegs. Dankeschön, Dankeschön. Das Wettrennen ist gewonnen. Hallo. Boah, steile Maschine, die du da hast. Danke, deine ist auch gar nicht mal von schlechten Eltern. Teddy. Der Rowdy Teddy. Und gegen Bibitis ist unsere letzte Psychokinese, glaube ich, sehr effektiv. Und das dürfte ein One-Hit werden. Sogar mit Volltreffer. Machen ganz schön viele Volltreffer hier. Finde ich aber gut. Sehr nice. Und da reicht noch bald Level 48. Wunderbarchen. Und hier ist noch ein kleiner Rowdy. Ey, ey, ey. Runter von der Straße. Nö. Ich bleib genau hier. Du willst und nicht. Mackie. Meckerhannes. Mackie ist auch ein guter Name für ihn. Gegen das Pioscora hätte ich auch eine Psychokinese gebrauchen können. Aber Schaufler sollte auch erstmal ein wenig Damage machen. Aber wirklich nur ein wenig. Aber ich würde sagen, Schaufler gegen Domi, aber nein. Gegen der Giftspitzen tausche ich jetzt nicht. Dann machen wir lieber einen Schaufler mehr. Das ist in Ordnung. Müssen wir nicht jedes Pokémon hier im One-Shot weghauen. Nochmal Giftspitzen. Das ist gut für uns. Ja, dann hauen wir wieder ab. Ab unter der Erde. Dann versucht er wieder eine richtige Attacke auszuüben. Und die geht wieder daneben. Dann kommen wir wieder hoch mit dem Schaufler.
da kommt der Käferbiss. Ich dachte, da wird wieder Kippspitzen ein. Und jetzt tauchen wir wieder ab. Ich habe gerade gemerkt, der Käferbiss eingesetzt. Das wird ja eine Käferattacke sein. Und die war sehr effektiv. Ich wusste nicht, dass Käfer gegen Fische sehr effektiv ist. Das heißt, vielleicht haben wir mit Schocker auch eine gute Chance, das gegnerische Psyana von Sabrina zu erlegen. Und Schocker ist gerade Level 49 geworden. Dementsprechend könnte es doch sein, dass wir eine Attacke mal überleben gegen das Psyana. Es sind immer noch 4 Level, aber eigentlich könnte es durchaus sein, dass wir eine Psychokinese mit Schocker mittlerweile überleben können. Wenn wir jetzt schon wieder 2 Level gestiegen seit dem letzten Kampf mit Schocker. Und vielleicht reicht ja ein oder zwei Ampelleuchten aus. Und vielleicht kriegen wir sogar 2 durch, wenn der erste Gedanken gut einsetzt, dann eine Psychokinese und wir die überleben. Möglich wäre. Aber ich glaube, bevor ich das auch probiere, möchte ich Schocker zumindest Level 50 haben. Ich denke, das ist jetzt einmal das Ziel. Das nächste Ziel, Schocker Level 50 und dann nochmal Sabrina herausfordern. Und dafür würde ich sagen, fliegen wir nochmal nach Prispania City. Und dann nutzen wir wie heißt es? Den Radweg und besiegen die anderen Trainer. Training! Wo ist denn der Radweg? Hier links um die Ecke wird er sein. Hier geht's durch. Hallo. Hallo Herr Wachmann, ich habe ein Fahrrad und dann Poshi. Und dann wollen wir doch mal die Trainer, die hier noch auf dem Weg sind, besiegen mit Schocker. Du hast sowas von verloren. Das spüre ich im kleinen C. Oh, okay. Und nicht alles im kleinen C spüren kann. Wotan hier am Start mit einem Schlüppuck Level 47. Das sind noch nette Erfahrungspunkte. Und da haben wir doch immer eine Ampelleuchte raus. Oh, die ist uneffektiv gegen Schlüppuck. Nicht so gut. Magensäfte. Okay, meine Fähigkeit wird unterdrückt. Und er hat Giftschleim am Start. Dann gucken wir, wie viel Damage wir hier mit einem Ladenstoß erreichen. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als mit der uneffektiven Ampelleuchte. Yes, Schlupuck ist besiegt. Und Wotan damit auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dein kleiner C hat wohl falsch gespürt. Mein guter. Hey du, kommst du etwa aus Johto? Das tun wir ja. Warum die Frage? Harry! Otto! Ladungsstoß sollte hier den Smogmog erstmal damagen. Nicht besiegen, aber damagen. Yep. Und dann fehlt nochmal eine Einladungsstoß. Und das Mogmog ist auch besiegt. Schlammbart hier mit einem Volltreffer macht relativ viel Damage. Aber Ladestoß macht relativ viel mehr Damage. Und das Mogmog ist besiegt. Und das sind noch leckere 1668 Erfahrungspunkte. Boah, du legst aber los. Ja, ich komme ja aus Johto. Ach, ich habe eben ab und zu einen schlechten Tag. Das ist alles. Willst du nochmal kämpfen? Dann lass deine Nummer rüberwachsen. Sehr gerne. Den Revanche nehme ich gerne mit. Bei unserem nächsten Treffen bin ich stärker als heute. Das würde ich hoffen. Oh, das war's schon. Schade. Ich dachte, wir haben hier ein bisschen mehr Erfolg. Also mehr Erfolg hatten wir sowieso. Aber mehr Trainer hier auf der Rude. Da müssen wir noch mehr Gegner finden. Vielleicht sind hier in der Busche ein paar. Gegner, andere Trainer, wir werden ja noch Level 50 erreichen. Hallo, was geht hier? Wenn du immer weiter den Radweg hinab brauchst, kommst du nach Fuxania City. Oh, danke für die Info.
Hallo, hallo. Möchtest du einen hippen Spruch hören? Klar. Nun gut. Der hippe Spruch lautet: Pflanzen. Das ist total in, das zu sagen. Okay, Pflanzenopa. Vielen Dank. Für diesen hippen Spruch: Pflanzen. Diese Pflanze, das schneiden wir. Bin ich jetzt richtig hip, weil ich Pflanze gesagt habe? Ich glaube nicht. Okay, wo können wir trainieren? Route 7? Hier war gesperrt, ne? Ja. Wir brauchen noch ein paar Trainer zum Training. Mal sehen, wo wir hier welche finden. Ich glaube, den, auf dem Weg nach oben hier sind keine. Da habe ich eigentlich auch schon alle besiegt. Sind auch mal so fleißig und nehmen alle Trainer mit, ne? Hier waren wir noch nicht drin, ne? Hallo? Gibt es denn noch ein paar Trainer? Das sind Kamerakaus, oder? Ich? Nein, ich will dir ihr. Ich will dir nichts Böses, Böses. Dieser verlassene Ort ist wie ein Auffang. Dieser Ort ist wie ein Auffangbecken für böse Jungs, die hier ihr Unwesen, die hier ihr Unwesen treiben. Mann, das macht mich so wütend. Oh, das ist ein Wutkeks. Her damit, los, gib mir. Okay. Knusper. Der ist aber lecker. Mampf. Knusper. Knusper. Puh, jetzt bin ich irgendwie entspannt. Danke für den Snack. Hier, nimm das als Dankeschön. TM64 erhalten. Die TM enthält tick. Kaboom! Alles klar, weirder Mann. Das war komisch. TM46, Raub. Würzige Stärke, 100 Genauigkeit, 10 AP. Der Anwender greift an und stiehlt dem Gegner gleichzeitig ein Item, sofern er selbst gerade kein Item trägt. Okay, brauchen wir nicht unbedingt, aber vielen Dank. Okay, das war's ja auch schon. Ich dachte, vielleicht haben wir ja dann noch ein paar Gegner. Aber nö. Nö. Achso, jetzt sind wir hier ganz unten. Ah, vielleicht haben wir... ich könnte Glück haben. Ich glaube nämlich, dass wir hier rechts noch nicht waren. Haha! Ein Relaxo! Das große Pokémon schläft friedlich und fest. Es scheint es da sehr gemütlich zu haben. Haben wir schon... Was ist das? Weiß ich nicht. Radio. Haben wir schon diese Pokéflöte hier drin? Ja. Pokémon-Musik? Reicht das? Reicht Pokémon-Musik aus? Nee. Pokéflöte. Haha, wir haben sie schon. Sehr nice. Relaxes Augen springen plötzlich auf. Es ist wach. Eine Relaxo Level 50. Ich glaube, das Relaxo fangen wir uns. Da haben wir einen Ladeschuss raus. Auch ein ziemlich cooles und starkes Pokémon. Aber wir hätten Raub doch benutzen können und die Überreste schnappen können. Aber egal, da wenn wir es eh fangen, haben wir die Überreste ja auch. Ein Gigastoß hier am Start vom Relaxo. Macht ordentlich viel Damage. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das ist auch ein ziemlich nützliches, cooles Item. Das werden wir auf jeden Fall gebrauchen.
Und ich glaube, wir setzen erstmal Flair ein. Mit der Psychokinese haben wir auf jeden Fall ein bisschen Damage raus. Hoffentlich nicht zu viel. Aber das glaube ich nicht. Relax dürfte ziemlich viel KP und auch Verteidigung haben. Ich glaube, eine Psychokinese geht hier noch. Und dann geht's ins Bälle werfen. Und er beginnt hier Walzer. Okay. Okay, ich setze noch einen Ruck Zurkip ein. Yes. Guter Volltreffer. Und jetzt werfen wir ein paar Bälle auf dieses Relaxo. Oh. Nicht lang fackeln, direkt die Hühnerbälle rausholen hier. Gegen dieses gute Relaxo. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wie in Anführungszeichen schwierig ist, aus einem Relaxo zu fallen. Aber viele Bälle aushält, oder eher nicht so? Ich weiß das nicht. Wie die Fangrate eines Relaxo ist. Auf jeden Fall rufen wir das nächste Pokémon. Ich würde sagen, es ist dann Kaut, mit dem wir hier weiter Bälle werfen. Der dürfte am meisten aushalten. Chaka! Relaxo wurde gefangen! Sehr nice! Gefällt mir gut! Ein Spitznamen für dieses Relaxo? Erstmal nicht. Überlegen wir noch. Sehr nice, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal die Überreste ab. Von unserer neuen Beute hier. Und dann neu erkämpften Pokémon, den guten Relaxo. Items bewegen. Da holen wir uns doch die Überreste in den Beutel. Vielen Dank, Relaxo. Ups, falsche Taste. Und wir geben die Überreste. Wer darf die Überreste haben? Klingt irgendwie gemein, aber ist es ja gar nicht. Und Schocker bekommt das Münzamulett wieder. Und ich würde sagen, Domi bekommt erstmal den EP-Teiler. Jo. Sehr gut. Dann heilen wir nochmal mit Pokémon und dann trainieren wir Schocker weiter. Da rechts auf der Wiese sind ja noch ein paar Trainer und das dürfte dann auch bis für Level 50 auslangen, würde ich behaupten. Schauen wir mal. Radeln wir da mal hin, ja? Machen wir. Vielen Dank. Auf geht's.